Moin Freunde, willkommen jetzt auch zum Vergleichsvideo zwischen Percy Jackson Serie und Buch, jetzt auch zur letzten Folge der Percy Jackson Serie mit ungefähr etwas über 2 Wochen Verspätung. Ist so passiert. Ich bin gespannt, wann die anderen Videos kommen können, wie lange sich das noch zieht. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wie immer wird hier Kapitel für Kapitel durchgegangen, was die Serie gemacht hat. Und danach komme ich halt eben mit dem Buch an, tu da halt eben die Unterschiede hervorheben. Und dann gucken wir immer noch einmal ganz kurz darauf, was denn der Comic und der Film denn aus dem jeweiligen Buchkapitel gemacht haben, wo es da noch mal Unterschiede gibt, was hier nochmal so ganz schön viele sind tatsächlich, gerade beim Film. Und da starten wir mal rein, was vom 20. Kapitel Ich kämpfe gegen die durchgedrehte Verwandtschaft hier in das Buch reingenommen wurde. In die Serie natürlich. Und zwar ist es in der Serie so, dass ja schon in der letzten Folge Ares am Strand von Montauk erschienen ist, um ja sich eben Percy, Grover und Annabeth zu stellen. Und so starten wir hier rein in die Folge, wo die drei auf Ares zugehen, und dann kommt ein Flashback mit Luke tatsächlich, der uns ein Schwertkampftraining zeigt, wo Luke ein bisschen Percy Schwertkampf zeigt, und da sagt auch Luke, er möchte Percy zeigen, wie man denn jemanden entwaffnet. Percy beschwert sich dabei über das Training, weil das doch eh nichts bringt, weil die anderen, also die Monster, wohl auch nie wirklich fair kämpfen würden, aber laut Luke ist es genau deswegen wichtig, die Regeln zu kennen, wie man eben seinen Gegner mit diesen schlägt, und basierend darauf fordert dann Percy Ares zum Duell heraus, und er sagt, dass wenn er den ersten Treffer verlandet, dann behält er den Blitz, und Ares muss auch den Helm rausrücken. Ares findet das witzig, lacht sich komplett tot darüber und akzeptiert das schließlich. Dazu meint er auch, es wird nichts von Percy zurückbleiben, da das halt eben nur Ares eigenen Plan verraten würde. Percy sagt daraufhin tatsächlich, dass es gar nicht Ares Plan war, sondern Kronos Plan, und er spricht dann an, dass Ares wohl auch von Kronos geträumt hat. Das macht Ares extrem wütend, das kann er sich nicht eingestehen, und er meint, dass Götter nicht träumen und dass Percy, wenn er tot ist, seine Mutter grüßen kann. So beginnt der Kampf tatsächlich, und Ares hatte eindeutig die Oberhand. Percy sieht da wirklich gar kein Land, aber Percy hat natürlich als Sohn des Poseidon keine Landfähigkeiten, sondern Wasserfähigkeiten, und dementsprechend beschwört er eine riesige Welle, die Ares unter sich begräbt, und die Verwirrung beim Kriegsgott danach nutzt Percy, um halt eben dieses erste Blut zu generieren mit einem Treffer. So blutet dann Ares das goldene Ikor, das Blut der Götter, und gewinnt so. Ares meint dann, dass Percy eben durch diese Demütigung einen Feind fürs Leben gewonnen hat, nimmt seine wahre Gestalt an, um zu despawnen. Die drei müssen sich wegducken, beziehungsweise weggucken, damit sie halt eben nicht die wahre Gestalt des Ares sehen. Und als Ares verschwindet, spawnt dann der Helm wie so Loot, wenn man einen Boss besiegt hat. Und sie bemerken dann tatsächlich ein Licht in der Hütte, wo ja Percy mit seiner Mutter immer hingefahren ist. Sie sind ja hier wieder nicht mehr in Los Angeles, sondern an Montauk im Strand, was so da, was das angeht. Anders ist im Gegensatz zur Buchversion, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Sie gehen rein, aber statt Sally Jackson ist es Miss Dodds, die anwesend ist, und Percy stellt fest, dass es wohl die ganze Zeit ihre Aufgabe gewesen ist, den Helm zu finden und nicht ihn und Annabeth und Grover umzubringen, wie sie es bisher so ein bisschen gedacht haben. Er überreicht dann den Helm und meint, dass er von Hades erwartet, dass er seinen Teil der Abmachung auch erfüllt, was natürlich heißt, dass die Mutter, also Sally Jackson, freigelassen wird, und er sagt dabei sogar bitte. Miss Dodds nimmt den Helm entgegen, wünscht Percy viel Glück auf dem Olymp und sagt, dass es vielleicht doch noch eine Welt gibt, in die seine Mutter zurückkehren kann, und dann verschwindet sie mit dem Helm, und das ist das, was vom 20. Kapitel ungefähr in diese Folge rein adaptiert wurde. Da kommen wir mal jetzt zum entsprechenden Buchkapitel und gucken uns mal die Unterschiede an, und zwar haben wir hier direkt einmal, wo dieser Kampf zwischen Ares und Percy zu beginnen scheint. Sie stehen sich erstmal gegenüber, wir haben hier so einen typischen Dialog, wo der Held erstmal dem Antagonisten erklärt, was er denn alles weiß, so, das kennt man ja natürlich. Die typischen Sachen, so, ja, hier Dings, du hast den Blitz durch den Rucksack in die Unterwelt gebracht, du hast auch wahrscheinlich den Helm gestohlen, die üblichen Kamellen. Ares deutet dann tatsächlich auch an, dass Percy nicht der einzige Held ist, der Laufbursche hier in dieser ganzen Sache spielt. Also ist das eine Anspielung auf den wahren Blitzdieb, wo dann tatsächlich, ja, von Percy Clarice verdächtigt wird. Also der Grundgedanke, dass Clarice die Verdächtige ist, der wird hier auch tatsächlich genannt, wenn auch nicht so früh wie in der Serie, aber Ares hält hier auf jeden Fall dicht. Er meint dann, dass Percy eigentlich in der Unterwelt sterben sollte, denn das ist der ganze Plan, wie Ares sagt, denn wenn Percy in der Unterwelt stirbt, dann ist Poseidon sauer auf Hades. Zeus ist sauer, weil halt eben Hades dann den Herrscherblitz hat, und Hades sucht halt immer noch das hier,
Und in dem Moment, wo er das hier sagt, holt er den Helm der Finsternis heraus. So sagt Ares, dass Hades nicht weiß, wer diesen Helm hat. Und so ist Hades halt eben sauer auf Zeus und Poseidon. Also hat man hier quasi, um es in Wrestling-Sprache zu sagen, weil ja mit Adam Copeland bzw. Edge Wrestler Ares auch spielt in der Serie, hätte man hier ein Triple Threat Match zwischen den drei, wo jeder wütend auf jeden ist und damit einen gewaltigen Krieg. Und das findet Ares natürlich hier richtig klasse. Der Rucksack generell, erklärt dann Ares, war ein Behältnis für den Herrscherblitz, den er nur hat anders aussehen lassen, also halt eben wie ein Rucksack. Und die Tatsache, dass der Blitz jetzt in der Unterwelt da drin gespawnt ist, wird hier auch ein bisschen erklärt. Und zwar verhält es sich mit dem Blitz und dem Rucksack genauso, wie es halt eben sich mit Percy und seinem Schwert Springflut verhält. Und zwar tut halt eben Springflut natürlich immer wieder in Percys Tasche auftauchen, wenn er es verliert. Und beim Blitz ist es so, dass sobald die Unterwelt betreten wird, der Blitz in diesem Rucksack auftaucht. Genauso ist es ja auch gekommen. Als dann Percy Ares fragt, wieso dieser denn den Herrscherblitz nicht einfach selbst behält, fängt Ares tatsächlich an zu stottern und wirkt ein bisschen so, als wäre er in Trance. Dann allerdings entspannt sich sein Gesicht wieder und er meint einfach nur ganz, ganz cool, dass er sich einfach Ärger ersparen wollte, indem er ihn halt eben selber behält. So, das wäre nicht so super gewesen, wäre halt stressig gewesen, dies, das. Percy spricht dann allerdings weiter und es ist sehr sicher, dass der Diebstahl insgesamt nicht Ares' Idee war, so wie Ares es ja die ganze Zeit verkauft, was Ares allerdings dementiert. Laut Percy hat Ares den Dieb nämlich gefunden, also den originalen Blitzdieb, aber etwas brachte ihn dazu, den Dieb laufen zu lassen, bis halt eben ein anderer Held Percy die Zustellung des Blitzes übernehmen konnte. Ares stellt klar, dass er als Kriegsgott keine Träume hat, aber niemand hat etwas von Träumen gesagt und damit hat sich Ares ein bisschen selbst verraten, dass er wohl auch von Kronos tatsächlich geträumt hat. Und deswegen wechselt Ares sofort das Thema und möchte einfach Percy jetzt umbringen, weil das Ganze passt ja wie gesagt nicht in seine Pläne. Dabei ruft er tatsächlich einen Eber, was ja das Tier des Ares ist. Der Eberkopf ist ja auch auf dem Schild aus der 5. Folge tatsächlich drauf gewesen. Percy meint, Ares soll es doch tatsächlich selbst machen und ihn bekämpfen, aber Ares lacht ihn einfach nur nervös aus. Also er ist spürbar nervös bei der Vorstellung. Und sagt als Begründung, er darf es nicht, weil das wäre ein direkter Eingriff und Götter dürfen ja nicht direkt eingreifen, dies, das. Percy klatscht dann den Eber tatsächlich richtig schnell weg, mit Wasser unter anderem, und provoziert Ares weiter, bis Ares dann nachgibt. Percy darf die Waffe wählen, er sagt, er will mit dem Schwert kämpfen und so verwandelt sich der Baseballschläger, den Ares die ganze Zeit hatte, in ein Schwert. In der Serie ist er direkt mit dem Schwert tatsächlich angekommen und ja, gegen den Gott, vor allem den Gott des Krieges zu kämpfen, ist natürlich nicht die allerschlauste Sache, so aus Heldensicht, und genau deswegen gibt dann Annabeth tatsächlich Percy hier einen Glücksbringer, und zwar ihre Halskette mit den Camp-Perlen tatsächlich drumherum. Und Grover, der hat auch einen Glücksbringer für Percy parat. Er gibt ihm richtig, richtig wertvoll eine Blechdose. Er hat ja immer gerne drauf rumgekaut in den Büchern. Deswegen wohl ein großes Opfer jetzt hier auch Percy eine Blechdose abzugeben. Die Sache mit der Halskette von Annabeth hat man zumindest ja in der Serie übernommen. Das allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Hier im Kampf hat man das nicht reingebracht. Und ja, dann kommt zum Schwertkampf und genau wie es die Serie gemacht hat, sieht Percy da nicht wirklich Land. Und was aber auch anders ist, sie kämpfen ja im Buch nicht alleine am Strand von Montauk, fernab von so richtiger Zivilisation. Im Buch sind wir ja immer noch in der Los Angeles Bay, am Santa Monica Pier, wo dann, ja, sie mitten bei Los Angeles kämpfen und da sind auch Sterbliche und da bildet sich langsam so eine Traube an Sterblichen, die das wirklich sehen. Die Polizei rückt sogar an, weil Percy ist ja im Buch noch ein gesuchter, ja, ich weiß nicht, ob man Verbrecher sagen kann, ein gesuchtes Kind wegen all den Sachen, die er verursacht hat. Das haben ja die Sterblichen immer, ja, bisschen falsch interpretiert und Percy die Schuld an allen Möglichen gegeben, dass er so gefühlt wie ein Terrorist dasteht. Dementsprechend rückt die Polizei jetzt hier auch an und Percy ist sich sogar sicher, dass er wegen seiner Aufmerksamkeit durch das ADHS Satyrn in der Crowd entdeckt und meint auch tatsächlich, über sich irgendwo das Flügelflattern der Furien zu hören. Wir befinden uns hier schon mitten im Kampf, wo jetzt die Polizei wirklich anrückt und Ares befiehlt der Polizei, als die schon durch Lautsprecher beginnt, ihnen Ansagen zu machen, dass sie ihre Gewehre runternehmen sollen und dass die Sterblichen sich hier gefälligst raushalten sollen, ne? Das ist seine Sache, und er lässt die Fahrzeuge der Polizisten sogar explodieren und der Kampf geht dann weiter. Er verlagert sich ins Wasser, wo dann tatsächlich Percy beginnt, die Kraft des Meeres zu spüren, und da checkt er, Moment mal, hier im Wasser habe ich vielleicht eine Chance, und so tut er auch wie in der Serie eine Flugwelle heraufbeschwören. Sie wird im Buch als 2 Meter groß beschrieben, also ist ein bisschen kleiner als die Serie es dargestellt hat, aber es reicht tatsächlich, um halt eben ja Ares zu verwirren bzw. umzustoßen, und so schafft es dann Percy, ihn wie auch in der Serie dargestellt an der Ferse zu treffen. Ares blutet golden und schreit richtig, richtig laut rum vor Schmerzen tatsächlich, und man könnte jetzt meinen, okay,
warum genau tut jetzt Ares, so wütend wie er ist, Percy nicht einfach umbringen, weil er ist ja trotzdem, auch wenn er jetzt einmal getroffen wurde, er könnte Percy trotzdem easy umbringen. In der Serie haut er ja einfach so ab. Hier ist es so, dass eine Präsenz der Hoffnungslosigkeit auf einmal auftaucht, die man sich nicht so wirklich erklären kann. Und deswegen flieht dann Ares. Eddie spawnt, indem er, wie auch schon in der Serie, seine unsterbliche Gestalt oder seine wahre Gestalt tatsächlich annimmt. Es ist ja so, dass man die wahre Gestalt von Göttern nicht sehen kann als Sterblicher oder Halbgott, ohne zu verdampfen. Deswegen müssen sie sich halt eben abwenden. Und so despawnt er tatsächlich. Der Helm allerdings bleibt da. Und die Furien, die hat ja Percy eben gehört. Ja, die hat er nicht nur gehört, die sind wirklich da gewesen. Sie kommen alle drei runter. Miss Dodds bzw. Alecto ist natürlich da drunter. Und sie sagt, dass sie alles gesehen haben. Dass Percy nicht der Dieb war. Dass Hades der Dieb war. Und so überreicht dann Percy tatsächlich den Furien den Helm und erinnert sich natürlich auch nochmal an den Deal, die Mutter freizulassen. Die Furien fliegen dann weg und ja, dann wundern sich die drei, was denn diese komische Präsenz war, die Ares daran gehindert hat, Percy jetzt auf der Stelle vor Wut umzubringen. Und ja, sie kommen da gedanklich ein bisschen daraus, dass es wohl mit dem etwas in der Grube, also mit Kronos, zu tun haben muss, von dem sich Percy ab diesem Zeitpunkt im Buch erst sicher ist, dass er weiß, was da drin ist. Der Name Kronos wird auch nicht ausgesprochen. Das war ja in der letzten Folge dazu erfunden worden, dass Percy Kronos schon bei Hades benennt. Ab dem Zeitpunkt hier jetzt hat er es auch im Buch gecheckt, was es wohl ist, was Ares davon jetzt abgehalten hat, ihn zu töten. Und ja, dann reden sie noch kurz darüber, okay, es ist schon der Tag der Sommersonnenwende, wir müssen zum Olymp am anderen Ende des Landes, wie schaffen wir das? Ja, sie müssen mit dem Flugzeug fliegen, beschließen sie dann, was natürlich kritisch ist, weil Percy ja als Sohn des Poseidon damit halt eben sich in Zeus Territorium begibt, was gefährlich ist, aber sie hoffen halt eben, dass Zeus, weil er den Blitz dabei hat, eine Ausnahme machen wird. Und das ist im Grunde der Inhalt dieses Kapitels. Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Comic. Der Comic hat dasselbe, also hat das relativ akkurat umgesetzt, nur halt eben extrem viel gekürzt, wie man es halt eben machen muss tatsächlich. So kommen sie auch wie im Buch halt eben in L.A. aus dem Wasser und dann passiert alles wie im Buch, ohne dass halt eben L.A. in Flammen steht und auch ohne die Sterblichen, wie die Polizei und so, die da halt eben zugucken, die sind im Comic auch nicht mit dabei. Er besiegt dann Ares, der dann auch tatsächlich direkt verschwindet. Die Furien kommen an, direkt am Strand tatsächlich und nehmen halt die Gegenstände entgegen. Es ist im Grunde wirklich genau wie das Buch, nur ohne die Sterblichen und sehr schnell abgekürzt. Was hat der Film gemacht? Das hatten wir ja schon in der letzten Folge, dass wir da nicht mehr in Los Angeles sind. Sie sind direkt von den Perlen zum Empire State Building gebracht worden und statt Ares stellt sich ihnen da jetzt Luke, der sich tatsächlich als der Dieb des Herrscherblitzes tatsächlich revealed und meint, dass er jetzt hier Percys Unterweltmission, das er halt eben in die Welt wollte, ausgenutzt hat, weil Percy dann ja für ihn einfach den Herrscherblitz tatsächlich in die Unterwelt bringen konnte. Ne? Der Helm der Finsternis kommt im Film generell absolut gar nicht vor, findet keinerlei Erwähnung. Und die Begründung ist, dass Luke findet, dass die Götter ihre Macht schon viel zu lange haben und ihre Generation sie jetzt mal ablösen soll, also die Halbgötter vom Camp Half-Blood. Und das ist eine Riesenänderung. Kronos wird im gesamten Film nicht ein einziges Mal erwähnt. Da kommen wir im zweiten Film erst zu. Ja. Aber hier im Film ist es ein kompletter Alleingang von Luke gewesen. Ares kommt gar nicht vor, Kronos kommt nicht vor. Es ist einzig und allein Luke gewesen, der den Blitz gestohlen hat und diesen Krieg zwischen den Göttern heraufbeschworen wollte, um die Macht zu übernehmen. Um halt eben zu verhindern, dass jetzt Percy, Annabeth und Sally, weil Grover ist ja im Film in der Unterwelt zurückgeblieben bei Persephone und Sally ist mit ihnen mitgekommen. Ja, er will sie daran hindern, jetzt halt eben den Eingang zum Olymp hochzugehen bis Mitternacht und so attackiert er sie tatsächlich. Und nachdem wir erst so ein bisschen Kämpfe auf dem Empire State Building haben, verlagert sich der Kampf zwischen Luke und Percy dann wirklich in die Luft, weil Percy halt eben mit seinen geflügelten Schuhen, die er die ganze Zeit trägt, und dann eben Luke, der auch noch selbst ein paar hatte, ja, die fliegen halt eben durch Manhattan und bekämpfen sich da die ganze Zeit. Zum Teil schießt auch Luke mit dem Blitz rum als Waffe und so. Und am Ende kann dann Percy tatsächlich diesen Kampf für sich entscheiden, weil sie dann irgendwie auf ein Gebäude fallen, wo dann Luke gerade auf Percy schießen möchte, aber Percy als Sohn des Poseidon sieht, okay, hier in New York typisch sind ja diese ganzen Wasserspeicher auf dem Dach, das kennt man ja generell aus von so, ja generell Film und Serien in New York, dass sie das da sehr viel haben und ja, in diesen Wasserspeichern ist natürlich Wasser und so lässt er sie explodieren und das ganze Wasser schießt er auf Luke, während Luke mit dem Blitz schießt und scheinbar ist dieses random Wasser, was Percy schießt, krasser als der Blitzstrahl, den der Herrscherblitz verschießen kann, denn das Wasser frisst quasi ihn einfach auf, Luke wird komplett überspült und
Nach dieser Wasserattacke kommt Luke aber nochmal auf die Füße, will zum auf dem Boden liegenden Blitz gehen, aber Percy formt aus Wasser einen Dreizack, wirft diesen auf Luke, er trifft ihn genau im Hals, er wird allerdings nicht aufgespießt, sondern sein Hals ist tatsächlich so zwischen zwei Lücken von diesen drei Zacken, die der Dreizack halt eben hat, und fliegt mit diesem Dreizack halt eben von der Kraft des Wurfes von Percy mitgerissen ins Wasser, somit ist Luke komplett aus dem Film tatsächlich raus und Percy kann dann letztendlich den Blitz nehmen und sich Richtung Empire State Building auf den Weg machen. Also ja, wir haben hier eine geisteskranke Abweichung vom Buch beim Film. Ja, gehen wir jetzt mal zum 21. Kapitel. Ich rechne ab, was hat die Serie denn da so gemacht? Sie stehen da jetzt immer noch im Haus in Montauk, nachdem Miss Dodds jetzt hier mit dem Helm der Finsternis weg ist. Und Annabeth und Grover wollen hier Percy wirklich ausreden, auf den Olymp zu gehen, weil Zeus ihn wohl wahrscheinlich sofort töten würde. Percy möchte aber, da er von Chiron weiß, dass der letzte Kampf zwischen den Olympiern den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, unbedingt gehen. Und den Blitz halt eben zu den Göttern zu bringen, ist das Einzige, was man machen kann, um halt eben den bevorstehenden Krieg noch zu stoppen. Und er möchte Zeus vor allem halt eben auch von Kronos erzählen. Und Grover und Annabeth sollen derweil ins Camp gehen, um Chiron zu informieren, was passiert ist. Und halt eben, um Clarice in Gewahrsam zu nehmen. Sie denken ja immer noch, dass Clarice für Ares den Herrscherblitz gestohlen hat. Annabeth stellt dann nochmal klar, dass Zeus ihn, selbst wenn er glaubt, dass Percy nicht der Dieb ist, töten würde. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er ein verbotenes Kind ist. Aber Percy sagt, er will nicht mehr weglaufen. Worauf Annabeth ihm jetzt eben hier tatsächlich, statt vorm Ares-Kampf, hier als Glücksbringer, weil Percy jetzt sich zu Zeus begibt, das Camp-Halsband eben ihm gibt. Da ist es ja so, dass man jedes Jahr tatsächlich mal ein Camp verbringt und überlebt, man am Ende eine Perle bekommt, wo das Spannendste, was im Sommer passiert ist, eingraviert ist. Am Ende der Serie sehen wir auch Percy mit seiner ersten Perle, so eine schwarze mit dem Empire State Building drauf. Das State Building sieht man aber, glaube ich, in der Serie nicht. Ja, so geht Percy halt eben zum Olymp und überzeugt diesen Aufpasser da unten mit dem Herrscherblitz, ihn zum Olymp durchzulassen, indem man den Blitz einfach auf den Tresen knallt. So kommt er dann halt eben an, aber vorher haben wir nochmal ein Flashback mit Luke, wo Percy halt eben feststellt, dass die Götter sich trotz halt eben ihrer Allmächtigkeit an Regeln halten müssen und sie halt eben Halbgötter zeugen, damit diese sie für sie brechen, weshalb die Götter die Halbgötter eigentlich genauso fürchten sollten, wie es andersrum der Fall ist, weil sie halt eben die Regeln brechen können und die Götter nicht, was Luke bejaht und meint, dass Percy sehr schnell dazu lernt. Percy soll aber vorsichtig sein, denn es ist tatsächlich so, dass man eigentlich nie klein und furchteinflößend sein möchte. Da bringt halt eben das Beispiel, dass Annabeth Angst vor Spinnen hat, aber wenn sie halt eben eine Spinne sieht, dann ist es halt natürlich Annabeth, die Spinne vor Furcht einfach zerdrückt. Das ist nicht so gut und deswegen soll halt eben Percy vorsichtig sein. Und dann sind wir wieder in der Gegenwart, wo dann Percy durch die nahezu verlassene Stadt auf den Gipfel des Olymps läuft und so im Thronsaal auf den Gipfel mit den 12 Thronen der Götter ankommt. Zeus ist da, hat eine normale Menschengröße tatsächlich und Percy gibt dem obersten Gott den Blitz zurück und sagt, dass er und seine Freunde unschuldig sind. Zeus stellt allerdings klar, dass Percy versagt hat, die Frist einzuhalten, was Percy bejaht, aber er meint, er musste trotzdem unbedingt herkommen, um klarzustellen, wer dahinter steckt. Und dann erzählt er Zeus von Kronos, dass er seine Kräfte für ein Comeback sammelt. Zeus meint dann, als er das erfahren hat, dass Percy gehen kann und dass es bloß eine Frage der Zeit ist, bis Kronos zurückkommt. Er bedankt sich für die Warnung und meint, dass das der einzige Grund ist, wieso er Percy jetzt hier am Leben lässt. Und dann möchte er allerdings entgegen Percys Hoffnung den Krieg weiterführen und betont nochmal deutlich, dass Percy gehen kann. Percy meint dann, dass der Krieg nicht weitergeführt werden darf. Zeus unterbricht ihn allerdings wütend und betont, dass der Krieg fortgesetzt wird und erst dann endet, wenn es einen Sieger gibt. Er verhandelt nicht mit Percy und Percy hat dann so ein bisschen so einen Meltdown, dass das doch alles Kronos Wille ist und dass halt eben die anderen Götter Zeus nur gehorchen, weil sie ihn fürchten. Aber wenn halt eben Kronos da ist, ist der furchteinflößender, wie es halt eben bei Ares der Fall gewesen ist, und dann dienen die eher Kronos und das würde zu Zeus Sturz führen. Und Zeus nimmt das als große Beleidigung auf, will seinen Blitz auf Percy tatsächlich schleudern, aber Poseidon spawnt und hält seinen Bruder auf. Er ergibt sich und ernennt Zeus zum Sieger, um damit Percy zu beschützen. Zeus betont, dass Percy niemals geboren hätte werden dürfen, was Poseidon allerdings mit Talia kontert, die, wie er sagt, sehr tapfer gewesen ist und andere Helden, wie er zum Beispiel seinen Sohn Perseus, inspiriert, um halt eben Zeus so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, damit der glücklich ist und Percy in Ruhe lässt. Auf Altgriechisch reden dann beide über Kronos, darüber, wer denn davon bisher weiß, und Zeus sagt dann, dass er einen Olympischen Rat einberufen wird, wo er seinen schnellen Sieg beschließen möchte und danach über Kronos reden möchte.
möchte. Er stellt dann allerdings auch klar, dass er Percy nie wieder sehen möchte und verschwindet dann. Dann reden Poseidon und Percy nochmal miteinander und Poseidon meint, dass er eben Gehorsamkeit Percy nicht allzu leicht fällt, woran er wohl schuld ist, weil das Meer sich einfach nicht gerne bändigen lässt. Und dann meint Percy, dass er von diesem altgriechischen Dialog das Wort Patros gehört hat, was Vater bedeutet, denn wie Poseidon dann auch feststellt, hat tatsächlich Sally Percy die ganze Zeit altgriechisch beigebracht und Poseidon sagt dann, dass er nicht weiß, wann Hades sie freilassen wird, da dieser sehr trotzig sein kann. Percy fragt dann Poseidon aber, ob Götter denn träumen können, weil Ares ja meinte, sie tun das nicht. Poseidon bejaht das, dass sie träumen können und meint auch, dass Ares nicht der Allerhellste ist. Daraufhin fragt Percy natürlich Poseidon, ob er jemals von Sally, also seiner Mutter, geträumt hat, woraufhin Poseidon Percy berührt, klar emotional bewegt ist, aber ihn dann mit einer Perle ins Camp schickt, ohne die Frage zu beantworten. Damit endet das von der Serie, was da so ungefähr das 21. Kapitel im Buch gewesen ist. Und da gehen wir jetzt direkt mal rüber. In der Serie sind wir immer noch natürlich am Strand in Los Angeles, in der Los Angeles Bay. Und die Sterblichen deuten jetzt die ganzen Vorfälle, die sie durch den Nebel gesehen haben, so, dass so ein verrückter Kidnapper, ne, Ares, mit einem Gewehr auf Streifenwagen gefeuert hatte, die so zum Explodieren gebracht hat, weil er aus Versehen eine Gasleitung getroffen hat, die wegen des Erdbebens von der Nacht davor, weil Hades ja so gewütet hat, noch offen gewesen ist. Und dieser Kidnapper hatte Percy und zwei andere Jugendliche aus New York entführt und durchs ganze Land geschleppt. Das Gefecht im Bus, ne, wo sie ja die Fugien begegnet hatten, der in die Luft geflogen ist, ist halt nur, hat nur stattgefunden, weil sie versucht haben, ihm zu entkommen, da tatsächlich auch eine Frau auf einmal schwört, dass Ares da gewesen ist in diesem Bus. So hat tatsächlich dieser Verrückte auch den Brückenbogen in St. Louis zerstört und eine Zeugin in Denver hatte dann gesehen, wie halt eben die Opfer, also Percy, Annabeth und Grover, von diesem mysteriösen Mann bei einem Imbiss bedroht worden sind. Das ist natürlich die Kellnerin, die sie damals schon fotografiert hatte. Und in Los Angeles hat es dann letztendlich der tapfere Percy geschafft, dem Entführer das Gewehr abzunehmen und sich mit ihm eine Schießerei zu liefern, bei der der Entführer dann entkommen ist tatsächlich. Und so mit dieser Version, die wir jetzt hier haben, die die Sterblichen jetzt glauben, haben wir dann die drei, die für die Kameras die weinenden und erschöpften Kinder spielen. Percy schluckt ganz traurig, dass er doch nur seinen Stiefvater Gabe wiedersehen möchte. Und dieser würde bestimmt auch jedem Menschen als Belohnung, dass Percy jetzt hier wieder wohl auf ist, aus seinem Laden etwas schenken. Damit tut er natürlich Gabe ein bisschen, ja, trollen, weil deswegen gibt er auch allen Gabes Nummer, damit sie bei ihm anrufen können, um irgendwie eine Sache aus seinem Laden tatsächlich zu fordern. Die Polizei und die Presse waren von all dem so hart gerührt, dass sie tatsächlich ein bisschen Geld für die drei sammeln ließen und so hatten sie dann am Ende des Tages drei Flugtickets zusammen. Sie haben ja schon beschlossen, sie wollen jetzt fliegen und sie hoffen einfach, dass Zeus es verstehen würde, dass sie unter diesen Umständen natürlich fliegen müssen, um halt eben die Frist einzuhalten, weil im Gegensatz zur Serie ist es ja im Buch so gewesen, dass sie die Frist mit der Sommersonnenwende nicht überzogen hatten. Der Krieg hatte noch nicht, zumindest datenmäßig, begonnen. Der Flug wird dann als sehr beängstigend beschrieben, dass es wirklich bei jeder Turbulenz irgendwie, ja, Angst bei Percy gab, aber sie schaffen es und Annabeth lenkt dann unsichtbar die lokale Presse am New Yorker Flughafen ab, damit Percy und Grover, ja, entkommen können oder beziehungsweise ungesehen dadurch kommen. Am Taxistand treffen sie sich dann wieder, aber ab hier möchte Percy das Ganze alleine zu Ende bringen. Annabeth und Grover protestieren, aber sie sollen im Camp Chiron erzählen, was alles passiert ist. Das fällt Percy zwar schwer, aber er möchte natürlich den Rest alleine machen. Also, ja, grob, auch wenn das Ganze hier ganz anders gewesen ist, haben wir dasselbe. Sie trennen sich, Percy geht zum Olymp und die anderen beiden gehen ins Camp. Die Sache mit Clarice spielt ja keine wirkliche Rolle mehr, weil das nur ein kurzer Gedanke, dass sie die Diebin sein könnte, von Percy im Buch gewesen ist. Und somit betritt er dann das Foyer vom Empire State Building tatsächlich und der Sicherheitschef da meint, dass er ohne Termin keine Audienz beim Hohen Herrn Zeus bekommt, aber wie in der Serie holt er den Herrscherblitz raus und wird dann doch tatsächlich durchgelassen. Er kriegt eine Schlüsselkarte und soll sie in den Schlitz stecken, wenn gerade kein anderer mit ihm im Fahrstuhl ist und somit fährt er mit diesem Fahrstuhl halt eben hoch zum Olymp. Dabei ertönt ein bisschen Musik und eine Tür öffnet sich. Er steht dann auf einmal auf einer Art Steinbrücke mitten in der Luft. Unter ihm ist Manhattan wie aus einer Flugzeugperspektive und vor ihm eine weiße Marmorwendeltreppe durch eine Wolke in den Himmel. Dort ragt ein schneebedeckter Berggipfel hervor und auf diesem Berggipfel sieht man dutzende Paläste mit weißen Säulengängen, vergoldeten Terrassen und bronzenen Feuerbecken. Also ja, ähnlich protzt der Olympia auch in der Serie aus, aber ich glaube, er war nicht schneebedeckt, aber ist auch ganz egal. Die Straßen von dieser Stadt auf diesem Olymp, schlängeln sich wie Serpentinen um den Gipfel drumherum und dort auf dem Gipfel ist halt eben der höchste Palast von allen. Da muss er natürlich hin. Generell
Generell, der Olymp war wie eine alte, saubere und altgriechische Stadt. Im Gegensatz zur Serie hat man jetzt hier keine Flashbacks zu Luke tatsächlich. Dieses ganze Gespräch, wo Percy so ein bisschen, dass die Götter die Halbgötter brauchen, ist komplett von der Serie erfunden worden. Den Kampf zwischen Percy und Luke, den man davor gesehen hatte, den hat man so grob ungefähr im Camp Half-Blood-Teil des Buches schon gesehen. Das hat jetzt die Serie eher als Flashback tatsächlich umgesetzt. Und im Gegensatz zur Serie, wo der Olymp ja wirklich sehr verlassen aussieht, ist ja tatsächlich im Buch komplett belebt. Man sieht Nymphen, Straßenhändler, die neuen Musen, die ein Konzert vor Satyren geben und vor Najaden, sowie Teenager, die wohl wahrscheinlich etwas mindere oder unterklassige Gottheiten waren. Und nix fühlte sich nach Krieg an, alle waren in Partystimmung, also es war wirklich absolut voll. Und auf dem Weg in den Palast tut Percy so ein bisschen Hades leid, dass er vom Olymp halt eben von den anderen verbannt wurde, und er versteht dann auch, dass Hades darauf ein bisschen sauer ist, denn jeder wäre dann, wie Percy denkt, sauer. So geht dann die Treppe zum Thronsaal der Götter hoch, und dort sind zwei Gottheiten tatsächlich anwesend. Nicht wie in der Serie nur Zeus, der Krieg hat ja im Buch noch nicht begonnen gehabt, und deswegen sind da Poseidon und Zeus beide anwesend und warten halt eben ab, bis die Frist verstreicht und der Krieg halt eben beginnt. Und er kann beide nicht ansehen, ohne ein Prickeln zu verspüren. So viel Macht strahlen sie tatsächlich aus. Zeus trägt tatsächlich einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug und Poseidon Bermuda-Shorts mit einem Hawaii-Hemd. Percy kniet sich direkt vor seinem Vater Poseidon hin, was Zeus missfällt, da er meint, er sollte doch erst den Herrn des Hauses begrüßen, aber Poseidon verteidigt seinen Sohn und meint tatsächlich, dass der Junge eben seinen Vater ehrt. Und als er die Stimme von Poseidon hört, spürt Percy tatsächlich eine nostalgische Wärme. Zeus erwähnt, dass er Percy hätte vom Himmel pusten müssen, aber Poseidon meint, dass er dann noch seinen Blitz beschädigen könnte, und deswegen soll Percy jetzt erst einmal reden, wie denn jetzt hier alles zustande gekommen ist. Und Zeus ist einverstanden damit und möchte danach Percys Vortrag entscheiden, ob er den Knaben vom Olymp werfen will oder nicht. Dann erzählt halt eben Percy Zeus alles, was passiert ist, und gibt ihm den Herrscherblitz zurück. Zeus glaubt ihm, er spürt, dass Percy nicht lügt, findet aber, dass es Ares eigentlich nicht ähnlich sieht, so etwas zu tun, wie Percy es ja gerade berichtet hat. Poseidon sagt dann aber, dass das Ganze in der Familie liegt, und Percy erwähnt, dass jemand anderes die Idee hatte und ihm und auch Ares halt eben Träume geschickt hat, wo halt eben befohlen wurde, den Blitz in die Unterwelt zu bringen. Zeus meint dann, dass Percy also doch Hades beschuldigt, weil wer soll in der Unterwelt sonst den Blitz dann schon wollen, aber Percy sagt, dass diese Stimme oder diese Träume aus dem Tartarus kamen, wo sich etwas Mächtiges und Böses regt, was älter als die Gottheiten ist. Dann fangen Poseidon und Zeus nach dieser Aussage von Percy an zu reden, und wie in der Serie, und zwar wie in der Serie auf Altgriechisch, und genau wie in der Serie ist auch tatsächlich das einzige Wort, was Percy versteht, Vater. Nur hat Percy hier halt eben Kronos als Namen noch nicht ausgesprochen gehabt, was in der Serie schon der Fall gewesen ist, weswegen das Gespräch in der Serie auf Altgriechisch irgendwie ziemlich random wirkt. Während der Altgriechisch-Diskussion spürt aber Percy, oder merkt da zumindest seine Stimmlage, dass Poseidon irgendetwas vorschlägt, Zeus allerdings das Ganze sofort ablehnt und das Thema beendet, und dann wechseln sie halt eben wieder auf die Sprache, die wir auch verstehen, und ja, Zeus beendet das Thema, möchte nichts weiter zu Kronos hören und geht dann weg, um den Blitz zu reinigen, da durch eine sterbliche Hand besudelt worden ist. Er belohnt Percy dann, wie er sagt, damit, ihn am Leben zu lassen, aber er soll niemals auf die Idee kommen, noch einmal durch die Luft zu fliegen. Dann despawnt Zeus, und Percy und Poseidon waren allein. Also, im Buch ist es so, dass Zeus ein bisschen einen auf Cornelius Fudge im 5. Harry Potter macht, und wo er ja tatsächlich als Zaubereiminister die Rückkehr von Voldemort komplett verleugnet. Hier ist es Zeus, der die Rückkehr von Kronos einfach nicht ernst nimmt und das Thema sofort beendet, während er in der Serie komplett gegenteilig reagiert und sogar einen Rat bezüglich zu diesem Thema einberuft. Ja, wo jetzt Percy und Poseidon alleine sind, spricht Percy sofort bei ihnen Kronos an, und Poseidon droppt halt eben die typische Backstory tatsächlich über den Titanenkrieg, über den wir nochmal im Mythen der Folge Video reden, wo ja natürlich die Götter Kronos besiegen konnten und ihnen ganz viele kleine Teile geschnitten haben. Und er erzählt dann auch, dass Kronos natürlich, auch wenn er besiegt wurde, nie getötet wird, weil er wie die Götter unsterblich ist. Das heißt, was auch immer von Kronos übrig ist, lebt laut Poseidon auf irgendeine entsetzliche Art und Weise irgendwo noch weiter. Percy stellt dann fest, dass Kronos sich bessert und er zurückkehren wird. Poseidon meint dann, dass Kronos sich immer mal wieder bewegt in den Äonen und in die Albträume der Menschen eindringt, aber entweichen kann er nicht, und stellt dann auch klar, Zeus hat diese Diskussion über Kronos für beendet erklärt, was Percy dann auch widerwillig akzeptiert. Was in der Serie auch nicht unbedingt der Fall ist, als Zeus da die Diskussion über Kronos beenden wollte. Und da muss natürlich auch noch nebenbei ein Krieg aufgehalten werden, der jetzt hier in der Serie durch das rechtzeitige Erscheinen des Herrscherblitzes überhaupt gar nicht erst
losgetreten ist. Dann bringt Poseidon hier eben auch den Satz wie in der Serie, dass Gehorsam nicht Percys Stärke ist, wegen dem Meer, bliblablub. Dabei lächelt er und nimmt dann die Größe eines normalen Menschen an, denn, das ist auch ein wichtiger Unterschied, im Buch sind die Götter, ich weiß nicht, ob ich es aufgeschrieben habe, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich glaube 5 Meter sind es gewesen. 5 Meter oder 7 Meter, irgendwie so etwas. Auf jeden Fall deutlich größer die ganze Zeit als normale Menschen, also die hätten Percy die ganze Zeit einfach zertreten können quasi. Und hier nimmt es Poseidon tatsächlich eine normale Größe an, also nicht die normale Größe für Poseidon, aber jetzt so auf Menschenebene, dass er neben Percy halt eben tatsächlich steht, um ein bisschen persönlicher mit seinem Sohn reden zu können, statt so komplett von oben herab. Und das Erste, was Poseidon jetzt in normaler Größe zu Percy sagt, ist, dass seine Mutter zurückgekehrt ist. Hades hat sie tatsächlich gehen lassen, was ja in der Serie auch anders war, da wusste er es nicht wirklich und meinte, ja, Hades kann da manchmal ein bisschen schwierig sein. Aber ja, hier besteht er, Hades ließ Sally Jackson gehen, als er den Helm wieder hatte. Und Poseidon meint, Percy, wenn er nach seiner Mutter sieht bei sich zu Hause, er eine wichtige Entscheidung treffen muss, wegen eines gewissen Paketes, was er dort vorfinden wird. Sehnsüchtig spricht dann Poseidon über Sally Jackson, was er in der Serie so ein bisschen, oder dem er ja ausweicht tatsächlich und Percy sofort mit der Perle zurück zum Camp schickt und meint, dass Percys Mutter eine Königin unter den Frauen sei. Seit tausenden Jahren ist ihm keine solche sterbliche Frau mehr begegnet, aber es tut ihm auch leid, dass Percy geboren wurde und dass er ihm damit das Schicksal eines Helden beschert hat. Und ein solches endet niemals glücklich, nur tragisch. Percy versucht sich nicht so ganz verletzt zu fühlen, da Poseidon ja ihn quasi als unverzeihlichen Fehler gerade auch bezeichnet hat. Und als Percy dann gehen möchte, lobt Poseidon ihn allerdings noch einmal und meint, dass er stolz auf ihn ist tatsächlich. Er soll Poseidon nicht missverstehen, denn was immer er macht, er ist der Sohn des Meeresgottes und Poseidon wird hinter ihm stehen. Und dann ist auch im Buch das Gespräch mit Poseidon zu Ende. Es war deutlich länger, deutlich ausführlicher, hatte viel mehr persönlichere Themen, war nicht ganz so distanziert wie in der Serie. Und Poseidon jietet ihn dann nicht auch direkt mit dieser Perle wieder zurück ins Camp. Nein, Percy geht den normalen Weg zurück und die ganzen Bewohner des Olymps, ja, die wirken so, als sei er irgendwie eine Last von ihnen abgefallen und sie knien auf Percys Rückweg alle vor ihm vor Dankbarkeit tatsächlich nieder, als sei er selber ein Gott. Dann fährt er halt eben, das hat die Serie komplett rausgenommen, mit dem Taxi, nachdem er aus dem Empire State Building wieder raus ist, zur Wohnung seiner Mutter, beziehungsweise von ihr und Gabe. Sie umarmen sich tatsächlich, weil sie auch wirklich da ist. Die große Reunion findet hier tatsächlich statt. Sie erzählt, dass sie am Morgen dieses Tages plötzlich in der Wohnung aufgetaucht ist, was Gabe natürlich einen riesen Schrecken eingejagt hat, dass sie auf einmal, als nachdem sie vermisst war, wieder da gewesen ist. Und sie hat keinerlei Erinnerung an allem, was nach dem Minotauros geschehen ist. Außerdem hat sie natürlich auch Gabe nicht geglaubt, als dieser erwähnt hat, dass Percy jetzt ein gesuchter Verbrecher ist. Und Gabe, nett wie er ist, im Gegensatz zur Serie, ist er hier wirklich ein absoluter Kotzbrocken und nicht einfach nur unsympathisch, hat Gabe sie natürlich sofort dazu gezwungen, zur Arbeit zu gehen, obwohl sie Krankvorsorge um Percy gewesen ist. Und ja, dann treffen sie auf Gabe, der natürlich auch zu Hause ist. Und Percy stellt fest, dass die Wohnung, während sie beide weg waren, zu Gabe-Land geworden ist und sich überall tatsächlich, ja, Müll häuft in den ganzen Zimmern. Und Gabe ist natürlich wütend, weil er gefühlt 500.000 Anrufe aus L.A. bekommen hat, weil Percy ja da seine Nummer rumgereicht hat und meinte, er verteilt Geschenke aus Dankbarkeit. Er möchte dann die Polizei rufen, damit diese Percy aus seiner Wohnung entfernt. Sally sagt nein und Gabe fragt dann aber wütend, ob Sally gerade wirklich es wagt, zu ihm Nein zu sagen. Dabei hebt er seine Hand und Sally zuckt daraufhin zusammen. Und da wird Percy klar, Gabe hat seine Mutter all die Jahre die ganze Zeit geschlagen. Er geht mit seinem Kugelschreiber auf Gabe zu und Gabe meint, er droppt wirklich eine lustige Line. Na, was willst du machen? Willst du auf mir schreiben? Tut mir leid, ich finde die Line von Gabe leider lustig. Ne? Eddie, einer seiner Kumpel der Pokerrunde, denn Gabe ist hier nicht alleine, wie auch schon in den anderen Szenen mit Gabe im Buch, ist er hier mit seinen ganzen Kumpels wieder am Pokern, will ihn beschwichtigen und so lässt sich Gabe ein bisschen beschwichtigen und lässt Percy 5 Minuten Zeit zum Gehen. Das Schwert aus himmlischer Bronze hätte ihn ja eh nicht verletzen können und wäre einfach durch ihn durchgeglitten. Und ja, in Percys Zimmer versucht dann Sally aufgelöst sich einzureden, wie das alles weitergehen kann tatsächlich, wie sie ihr Leben weiterführen können, aber sie ist wirklich aufgelöst, weil jetzt ihr Sohn gecheckt hat, oh, Gabe hat sie geschlagen und plötzlich taucht das von Poseidon eben angekündigte Paket auf. Es ist das Paket, wo der Medusenkopf drin ist. Und Poseidon meinte ja auch, dass Percy eine Entscheidung treffen muss und deswegen
fragt Percy dann seine Mutter, ob sie Gabe loswerden möchte, und sie antwortet ehrlich dann doch mit Ja und meint, dass es an ihr selber ist, den Mut aufzubringen, Gabe das auch zu sagen. Das soll kein Kampf sein, den Percy für sie ausfechtet. Und Percy meint, dass wenn sie sich wirklich entschieden hat, von Gabe loszukommen, es sich wirklich traut, dann muss sie ihn nur einen Blick in diesen Karton werfen lassen und dann hat sich das Gabe-Problem gelöst. Denn Percy stellt klar, dass seine Mutter etwas Besseres verdient hat, als bei Gabe dem Stinker zu leben, bei dem sie ja nur war, weil er so sehr stinkt, dass die Monster Percy nicht riechen können. Das war das große Opfer von Sally, deswegen mit einem sie selbst schlagenden Typen zusammenzukommen, um Percy zu beschützen, was ja in der Serie so komplett keinerlei Erwähnung gefunden hat. Sally stellt dann klar, dass weder ein Gott noch ihr Sohn ihr diese Entscheidung abnehmen kann und sie es selbst fertigbringen muss, und deswegen lässt Percy den Karton bei Sally, da er jetzt tatsächlich zurück auch ins Camp geht. Und sie sind auch nicht so ganz klar, wie es weitergeht. So, nach dem Sommer möchten sie gucken, ob er zurückkommt oder im Camp bleibt über das gesamte Jahr. Und während Percy geht, ruft Gabe noch irgendwas Provokantes hinterher und er bemerkt tatsächlich deswegen einen gewissen Zorn in den Augen seiner Mutter aufflattern. Damit ist der entsprechende Abschnitt aus dem Buch jetzt auch vorbei, das Kapitel, das vorletzte Kapitel, gleich kommen wir noch zum letzten Kapitel. Und ja, wie hat es der Comic gemacht? Da ist es so, die ganze Sache, dass sie sich halt eben am Strand ausheulen und sich Geld von den ganzen Zuschauern von diesem Ares-Kampf da holen, ja, das wurde geskippt. Sie fragen einfach die Furien, ob es Finderlohn für den Helm gibt, und deswegen, ja, haben sie daher das Geld für halt eben den Flug. Und der Flug wird aber nicht gezeigt. Ohne Erklärung sind Annabeth und Grover dann auf einmal weg. Es wird nicht gesagt, sie gehen ins Camp. Percy geht einfach alleine zum Olymp. Das ist dann relativ buchakkurat. Er geht zu Zeus und Poseidon, die auch die Sachen, wie im Buch beschrieben, so tragen mit dem Anzug und auch dem Hawaii-Hemd bei Poseidon. Das ist ja zumindest bei Poseidon nochmal etwas anders tatsächlich in der Serie gewesen. Und auch hier sind sie deutlich größer, also werden in der richtigen Größe dargestellt und sind nicht die ganze Zeit wie in der Serie normale Menschen. Weil diesen Größenunterschied hat die Serie leider Gottes nicht übernommen. Der Dialog hier ist wieder ähnlich, aber gekürzt. Allerdings wird der ganze Teil, wo Percy dann halt eben seine Mutter besucht, geskippt tatsächlich vom Comic. Also eine sehr komprimierte, aber letztendlich doch relativ getreue Version. Okay, was hat der Film gemacht? Beim Film ist es ja so, Percy hat jetzt Luke besiegt. Er kommt im Herrscherblitz wieder angeflogen nach dem Kampf mit den Schuhen. Und so gehen alle drei, Percy, Annabeth und Sally Jackson, in diesen Aufzug durch den geheimen Aufgang zum Olymp. Der ist auch nicht irgendwie beim offiziellen Eingang zum Empire State Building, sondern irgendwie random in der Wand oder so. Und ja, Sally kann allerdings dann, als sie oben angekommen sind, nicht mitkommen tatsächlich. Die magische Grenze hält sie, wie schon damals, ganz am Anfang vom Film, wo sie nicht ins Camp kommen konnte, halt eben zurück. Und so gehen Annabeth und Percy alleine. Alle 12 Götter, also der komplette Olympische Rat, ist tatsächlich anwesend, als Percy und Annabeth mit dem Blitz dann da rein stolzieren. Sie kommen auch in dem Moment an, wo es gerade Mitternacht schlägt und der Krieg beginnen soll, und geben dann den Blitz auch tatsächlich zurück. Percy klärt alles auf, dass es tatsächlich ein Alleingang von Luke gewesen ist, dem Sohn des Hermes. Man hat noch so einen Reaction-Shot dann von Hermes, der so, guckt. und ja, Zeus lobt dann Percy daraufhin und beschließt, dass jetzt wieder Friede herrscht, wo der Blitz wieder bei ihm ist. Und Annabeth grüßt dann noch ihre Mutter Athene, die auch tatsächlich sagt, dass sie stolz auf ihre Tochter ist wegen diesem Auftrag. Percy möchte dann von Zeus, als Dank, dass er den Blitz gebracht hat, tatsächlich, dass dieser Grover aus der Unterwelt holt. Der ist ja jetzt mit Persephone, und Zeus gestattet ihm diesen Wunsch tatsächlich. Daraufhin verschwinden alle Götter, aber Zeus gestattet es, Poseidon noch einmal kurz mit Percy zu reden, und so meint Poseidon zu Percy im Gespräch, dass er keine Vergebung erwartet, aber seinem Sohn doch dankbar ist. Percy stellt klar, dass er es nicht für ihn gemacht hatte, sondern halt eben für seine Mutter, und daraufhin wird halt eben Poseidon, als Percy gehen möchte, ja, normal groß, nachdem er davor auch irgendwie 7 oder 8 Meter groß war. Also der Film hat es auch gemacht, im Gegensatz zur Serie, dass halt eben die Götter eigentlich viel größer sind als die Menschen. Und im Gespräch weiter stellt Percy klar, dass Poseidon wenigstens einmal hätte da sein können tatsächlich, aber Poseidon meint halt eben, dass er schon eine gewisse Zeit, 7 Monate bei seiner Mutter geblieben ist, nachdem Percy geboren worden ist, aber dabei sind ihm halt eben seine Götterpflichten immer gleichgültiger geworden, er wurde immer menschlicher, und genau deswegen hat halt eben Zeus das Gesetz erlassen, dass Götter keinen Kontakt zu ihren Kindern haben dürfen. Das durften sie scheinbar vorher, nur wegen Percy, weil Poseidon so auf den Auge gepasst hat, ist das Gesetz erlassen worden. Ist natürlich kompletter Mumpitz, nie so in den Büchern passiert, hat die Serie da deutlich besser übernommen. Und dann beendet Poseidon das Gespräch damit, dass er tatsächlich immer über Percy trotzdem gewacht hat und auch in Zukunft immer bei ihm sein wird. Und damit gehen wir tatsächlich zum letzten Kapitel, die Weissagung geht in Erfüllung. In der Serie ist es so, dass Percy bei Talias Fichte tatsächlich spawnt und mit Applaus von allen im Camp empfangen wird. Von Annabeth umarmt, wird aber bemerkt, Clarice ist irgendwie noch da. Luke meint dann im Dreiergespräch mit Annabeth, dass eine beweislose Anschuldigung
Als alle Hütten eh aufgewühlt waren, tatsächlich nur noch Öl ins Feuer gegossen hätte, aber jetzt wo Percy wieder da ist, können sie es ja Chiron tatsächlich erzählen. Und so ist der Plan, dass Percy und Luke Chiron abseits der Feierlichkeiten tatsächlich treffen, damit Clarice Freunde davon nichts mitbekommen, während Annabeth selbst ein Auge auf Clarice hat. So gehen Percy und Luke bei Feuerwerk tatsächlich durch den Wald und Percy stellt klar, dass halt eben die Line mit dem Verrat von der Prophezeiung noch nicht aufgegangen ist und dass Luke Chiron nichts von Clarice gesagt hat, weil er wusste, dass sie nicht der Dieb ist. Er setzt dann die Puzzleteile zusammen mit Ares und den Schuhen und Luke entgegnet, dass er nicht gedacht hätte, dass Percy Grover die Schuhe geben würde und damit ist klar, Luke ist der Herrscherblitzdieb tatsächlich. Er stellt klar, dass er wirklich Percys Freund ist und diesen nicht betrügen möchte, aber es ist halt so, dass die Götter seine Feinde sind und Percy möchte er rekrutieren. Er zeigt ihm, ohne kämpfen zu wollen, sein Schwert, sein neues Schwert Rückenbeißer, das Portale erschaffen kann, um aus dem Camp zu fliehen. Percy gefällt es dabei nicht, dass Luke allerdings schon direkt von wir spricht, also dass wir aus dem Camp fliehen können, weil er dann natürlich nicht so ganz mitmachen möchte. Luke meint dann, dass das Wort wir Zeus von allen am meisten fürchtet und die Götter sind schreckliche Eltern und sind damit auch viel zu lange davongekommen. Percy ist sich sicher, dass nicht Luke hier spricht, sondern Kronos. Dieser hat laut Luke aber dessen Augen für die Wahrheit tatsächlich geöffnet. Sie werden Kronos helfen, damit das goldene Zeitalter, wie halt eben das Zeitalter als Kronos geherrscht hat, hieß, zurückkehren kann. Helm und Blitz zu stehen war leicht, aber für den nächsten Schritt brauchen sie Hilfe. Percy hindert dann Luke allerdings daran, das Portal weiter zu öffnen und meint, dass ihre Eltern ihr Bestes geben, was sie halt eben machen können. Als er dann aber Hermes erwähnt, sieht Luke rot und sie kämpfen. Dabei verletzt Percy Luke versehentlich, woraufhin Luke wirklich ernst macht und Percy niederschlägt. Allerdings ist es dann Annabeth, die unsichtbar alles mitgehört hat, die eingreift und dazwischen geht, woraufhin Luke emotional mitgenommen durchs Portal verschwindet. Dann, nachdem diese emotionale Sache vorbei ist, packen alle ihre Sachen. Percy redet noch kurz mit Chiron, der meint, dass es ihm nie leicht fällt, Abschied zu nehmen. Und Percy meint, dass er nicht allzu lange wegbleiben wird und nur gucken möchte, ob Hades seine Mutter wirklich zurückgebracht hat. Schutz will er dabei nicht, da er nicht vermutet, dass Luke ihn töten möchte. Chiron stimmt ihm zu und denkt das auch nicht und meint, dass ein Teil von Lukes Gründen zum Verrat an den Göttern für Percy wohl Sinn ergab und Luke wohl weiß, dass er in Percy einen mächtigen Verbündeten hätte und Kronos kann sehr überzeugend sein und das ist wohl der Grund, wieso Percy hier am Leben gelassen wird von der feindlichen Seite. Percy stimmt zu, aber sagt auch, dass er sehr stur sein kann. Chiron meint dann, dass er auf sich aufpassen soll, da mehr aus ihm geworden ist als ein Held und die anderen ihn hier jetzt als eine Art Anführer sehen. Er sagt, er ist stolz auf Percy. Mr. D kommt dann dazu und ist enttäuscht, dass Percy noch hier ist. Dabei fällt ihm auf, dass er wirklich Percy und nicht Peter heißt und er meint, dass alle, die nicht das ganze Jahr bleiben sollen, jetzt endlich mal verschwinden sollen. Dann sind wir an Talias Fichte und dort verabschieden sich Grover, Percy und Annabeth voneinander, denn Annabeth fährt jetzt zu ihrem Dad, der mit ihr New York angucken möchte und Percy rät ihr, ein normales Kind einfach zu sein. Grover hat seine Sucherlizenz und meint noch, dass bisher keiner nach Pan im Meer gesucht hat und sie schließen dann den Pakt, dass egal was passiert, sie sich nächstes Jahr genau hier an der Fichte wieder treffen werden. Er geht dann alleine zum Haus in Montauk, wo er seine Mutter wieder sieht, aber nach der Begrüßung merkt er, es ist wieder ein Kronos-Traum. Percy sagt provokant zu seinem Großvater, dass er gewonnen hat und dass Kronos jetzt immer endlich aus seinen Träumen raus soll, aber Kronos kündigt an, dass sie sich bald in Percys Welt sehen werden, falls dieser bis dahin überlebt, was ihm bevorsteht. Percy stellt klar, dass er daran ziemlich gut ist und meint, dass Kronos kommen und ihn finden soll und Kronos meint, dass das seine Hoffnung ist, nämlich dass Percys Überleben der Schlüssel zu seiner Rückkehr sein wird. Dabei erwacht dann Percy in seinem Zimmer, weil seine Mutter ihn weckt, es war alles wieder nur ein Traum, er geht in die 7. Klasse und er erzählt ihr dann, dass er von Grandpa geträumt hat. Sie meint, nenn ihn doch bitte nicht so, weil es ist schon ein bisschen weird irgendwie, dein Schwiegervater ist einfach der Herr der Titanen. Als sie fragt, was Kronos gesagt hat, meint er allerdings nur, dass Kronos gesagt hat, dass er seiner Mom sagen soll, dass er sie liebt tatsächlich. Sally küsst daraufhin Percy auf die Stirn und macht Frühstück mit blauen Pfannkuchen und Percy geht dann zur Schule und in einem Voice-Over sagt er, dass alle griechischen Geschichten wahr sind und wenn jemand das Gefühl hat, dazu zu gehören, dann soll man sich ihnen anschließen, da man einen in der Zukunft möglicherweise bei dem, was ihm bevorsteht, noch brauchen könnte und wir haben dann noch eine After-Credit-Szene tatsächlich, in der Gabe bemerkt, dass sein Schlüssel nicht mehr geht, dann sieht er ein Paket vor der Tür, asozial wie er ist, macht das natürlich einfach auf und erstarrt zu Stein, man sieht den Medusenkopf nicht, aber es ist klar, was soll da sonst drin sein, es ist das Paket, was Percy an die Götter geschickt hat, was zurückgeschickt wurde und damit endet die Serie und damit kommen wir zum letzten Mal bei der ersten Staffel zu dem, was im Buch passiert ist. So kommt Percy hier jetzt auch im Camp wieder an und es heißt,
dass sie seit Luke die ersten Helden sind, die jemals von einem Auftrag lebendig zurückgekehrt sind. Sie wurden vor allem wie Stars behandelt und es gab sogar ein Fest zu ihren Ehren, was ja in der Serie ungefähr genauso ist tatsächlich. Dabei wurden dann bei der Feier Leichenhemden verbrannt und man erfährt, dass Grover jetzt seine Sucherlizenz vom Rat der behuften Älteren, den man ja in der Serie kurz gesehen hat, erhalten hat tatsächlich und damit offiziell, ja, nach Pan suchen kann. Clarice und die Ares-Hütte waren allerdings nicht wirklich in Partylaune, weil Percy ihren Dad Ares in diesem Zweikampf ja ziemlich lächerlich gemacht hatte und so langsam aber sicher kehrte der Camp-Alltag wieder ein. Eine Woche nachdem Percy wieder im Camp war, kam dann ein Brief von seiner Mutter an, die tatsächlich erzählt, dass Gabe auf unerklärliche Weise verschwunden ist und sie gleichzeitig eine lebensgroße Skulptur namens die Pokerpartie verkauft hatte und sich so eine neue Wohnung kaufen konnte. Das bedeutet, sie hat nach einer Woche dann Gabe doch den Medusenkopf gezeigt, nicht nur Gabe, sondern auch all seinen Freunden, selbst Eddie, der ganz korrekt immer war, was ein bisschen makaber ist, finde ich eigentlich. Sie damit alle umgebracht, verkauft und sich dafür eine Wohnung gekauft, während es ja in der Serie ein bisschen anders war, dass halt eben Gabe ausgesperrt wurde und das Paket einfach so geöffnet hat. Aber ja, grundsätzlich, Gabe wird tatsächlich zu Stein. Sie schrieb dann noch von einer sehr guten Privatschule, die sie gefunden hat und das, falls er nicht das ganze Jahr im Camp bleiben möchte, denn es ist so, dass es hauptsächlich ein Sommercamp und nach dem Sommer muss man sich entscheiden, bleibt man das ganze Jahr im Camp oder geht man zurück in die Welt der Sterblichen bis zum nächsten Sommer so. Bietet ihm halt eben an, dass er da halt eben hin kann und am 4. Juli will dann die Hephaistos-Hütte ein Feuerwerk veranstalten und dabei verabschiedet sich dann Grover schon von Annabeth und Percy, weil er die Suche nach Pan beginnen möchte. Wo genau ist ein Geheimnis tatsächlich, was halt eben dieser Tyrann nicht verraten, während er in der Serie ganz klar sagt, er will das Meer absuchen. Das ist tatsächlich eher schon ein Aufbau für das zweite Buch, Percy Jackson and the Sea of Monsters, das Meer der Ungeheuer, was auf Deutsch aber im Band des Zyklopen heißt, wo ihn halt da seine Suche hin verschlagen wird. Hier ist es scheinbar sein gezieltes Ziel in der Serie, während es im Buch nicht so gewesen ist, da war der Ort, wo er tatsächlich hin will, geheim. Annabeth bemuttert ihn dann so ein bisschen, ob er auch alles mögliche eingesteckt hat, so seine Dosen zum Essen und so, was Grover nicht so gut findet und dann verschwindet er tatsächlich, im Wald und ist verschwunden. Der Juli verging dann ganz ratzfatz und es gab wieder normale Camp-Aktivitäten, alles war einfach wunderbar, aber die Weissagung machte Percy noch immer Sorgen. Dann war der letzte Abend des Sommers gekommen und die Perle, die alle dieses Jahr bekamen für ihr Halsband, war pechschwarz mit einem Dreizack, was einstimmig beschlossen wurde, wie Luke gesagt hat. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwie mal gesagt, dass es ein Empire State Building ist, als ich in der Serie über die Perlen gesprochen habe. Sorry, es war ein Dreizack, tut mir leid, das Empire State Building, das ist eine spätere Staffel. Habe ich gerade ein bisschen was durcheinander gebracht. Alle applaudierten am letzten Abend am Pavillon und Percy war glücklich und auch traurig, dass diese Zeit im Camp jetzt hier möglicherweise erst einmal vorbei war, denn er hatte endlich einen Ort gefunden, wo er hingehörte, aber morgen würden halt eben die meisten das Camp bereits verlassen und ja, am nächsten Morgen bekam er dann tatsächlich einen Brief von Mr. D, ob er bleiben möchte oder nicht und wenn er bleibt, dann muss er bis mittags um 12 die Hütte geräumt haben, denn wer bei Sonnenuntergang noch hier wäre, den würden die Putzharpien tatsächlich verspeisen. Percy war sich noch nicht so ganz sicher, wie er sich entscheiden sollte und wollte noch ein letztes Mal Schwertkampf trainieren gehen. Luke hatte dieselbe Idee und so treffen sie sich in der Arena und dort zeigt Luke Percy auch sein neues Schwert, Rückenbeißer. Das hat er ja auch in der Serie dann, wo man ja die ganzen Camp-Aktivitäten jetzt wieder geskippt hat und so direkt zu der Zweisamkeit der beiden gegangen ist. Und Rückenbeißer ist besonders, denn die eine Hälfte ist aus himmlischer Bronze, die andere aus gehärtetem Stahl. Das heißt, dieses Einzelstück kann in der Tat Sterbliche und Helden verletzen, also aus beiden Welten tatsächlich Leute und er bietet dann Percy an, ein letztes Mal mit ihm im Wald noch nach etwas zu suchen, gegen das sie kämpfen können. Percy zögert erst, aber als dann Luke ihn anbietet, dass er 6 Coca-Colas dabei hat, die sie trinken könnten, ist er dann tatsächlich doch dabei. Also, dieses Zweiergespräch zwischen Luke und Percy, was in der Serie zustande kommt, weil Luke ihn angeblich zu Chiron bringen möchte, um Clarice zu verpfeifen, ist hier, weil Luke mit Percy halt eben noch ein letztes Mal jagen gehen möchte, schon einige Wochen, nachdem sie wieder im Camp angekommen sind. Sie reden dann beide darüber, ob sie einen neuen Auftrag wollen, wobei Luke sehr wütend und auch müde aussieht. Er fängt dann an, sich über sein Leben zu beschweren und pfeffert dabei eine Coca-Cola-Dose sogar in den Bach, was Percy gar nicht mal so korrekt findet, weil das Beschmutzung halt irgendwie ist. Luke sagt, er möchte weg aus dem Camp und ist mit Percy hergekommen, um sich von ihm zu verabschieden. Er schnipst mit den Fingern und dabei erscheint ein Skorpion vor Percy tatsächlich. Percy möchte schnell aus seinem Schwert Springflug greifen, aber Luke rät ihm davon ab, da diese Skorpione springen können. Dann begreift Percy den letzten Satz der Weissagung, nämlich ein Freund vergeht Verrat, der bitter schmerzt und dieser Freund ist Luke.
Es ist also nicht so, dass Percy die Stücke ganz am Ende selbst zusammengesetzt hat. Nein, hier wird er komplett kalt davon erwischt, dass Luke es gewesen ist. Luke meint, er hat in der Welt, als er bei seinem Auftrag draußen gewesen ist, sehr viel gesehen. Die Dunkelheit ballt sich zusammen und die Ungeheuer werden immer stärker. Das ganze Heldentum als Spielfigur der Gottheiten ist sinnlos. Sie hätten schon vor Jahrtausenden gestürzt werden müssen und haben nur dank den Halbbluten durchgehalten. Als Percy entgegnet, dass sie doch ihre Eltern sind, muss Luke laut lachen und bezeichnet ihre Zivilisation als Pest. Man kann ihnen nur ein Ende setzen, indem man alles abfackelt. Außerdem sei Ares ein absoluter Trottel, der nie kapiert hat, welchem Herren er wirklich diente. Er meint, er würde Percy ja alles erzählen, aber Percys Zeit läuft ihm langsam aber sicher davon und währenddessen ist der giftige Skorpion schon auf Percys Hosenbein hochgeklettert. Percy möchte Zeit schinden. Er stellt klar, beziehungsweise setzt dann jetzt hier auch ein bisschen die Stücke zusammen, dass Luke Kronos dient und dieser halt eben in dessen Träumen mit Luke gesprochen hat. Luke entgegnet, dass das bei Percy ja auch geschehen ist und dass Percy besser auf Kronos hätte hören sollen, denn Kronos hat Luke gezeigt, dass er seine Begabung im Camp tatsächlich verschwendet. Dann redet Luke tatsächlich über den Auftrag, den er damals ausführen musste für die Gottheiten, und zwar ist es so, dass er einen Apfel vom Baum der Hesperiden holen sollte. Das hat Herkules damals tatsächlich gemacht, bei seinen 12 Arbeiten gab es also schon, und damit meint Luke, leben die Götter einfach nur in der Vergangenheit, und weil ihnen dieser Auftrag, den es ja schon mal gab, so frustriert hat, war er nicht bei der Sache und konnte dann tatsächlich vom Drachen Ladon, der den Baum der Hesperiden bewacht, ja eben die Narbe, die man dann tatsächlich in der Serie auch sieht, ja erst zugefügt bekommen, hat so seinen Auftrag nicht geschafft und als er zurückkam, bekam er nur Mitleid ab. Er war deswegen unfassbar frustriert und wütend auf dem Olymp und fing an, von Kronos zu träumen. Der hat ihn dazu überredet, etwas zu stehlen, was sich wirklich lohnt im Gegensatz zu diesem Apfel von den Hesperiden. Etwas, wozu allen Helden bisher der Mut gefehlt hat. So hat er dann, als alle schliefen, bei der schon erwähnten Exkursion bei der Wintersonnenwende von den Kämpfern auf dem Olymp tatsächlich den Helm und den Blitz gestohlen. Und die Sicherheitsvorkehrungen, meint er, dafür waren lachhaft, weil die olympischen Götter so eingebildet sind und ihnen niemals wirklich im Schlaf einfallen würde, dass sie bestohlen werden würden. Als er die beiden Sachen geklaut hatte, hat er schon tatsächlich halb Jersey hinter sich gebracht, als er hinter sich ein Sturmgrollen hörte und ihm wurde klar, der Diebstahl ist bemerkt worden tatsächlich. Währenddessen saß der Skorpion schon auf Percys Knie. Er wollte die Sachen natürlich zu Kronos selber bringen, Helm und auch Blitz, aber hat er nicht, weil Luke ein bisschen zu zuversichtlich wurde. Gleichzeitig schickte Zeus halt eben seine Söhne und Töchter, um den Blitz zu finden, unter anderem ja auch Ares, und Ares schnappte dann Luke tatsächlich. Das ist ja in der Serie schon in der Ares-Folge so ein bisschen angedeutet worden, dass ja Zeus Kinder jetzt auch nach dem Blitz suchen. Das ist aber im Gegensatz zur Serie nicht erst während der Handlung der Serie passiert, sondern schon vorher tatsächlich, bevor die Serie oder das Buch von Handlung eingesetzt hat. Ares war es dann, der Luke schnappte, und Luke sagt, er hätte Ares theoretisch besiegen können, aber war nicht vorsichtig genug und ist von Ares entwaffnet worden, und dieser nahm dann tatsächlich die gestohlenen Gegenstände zu sich. Ares droht dann tatsächlich, Luke zum Olymp zu bringen und zu verbrennen, aber Kronos Stimme flüsterte Luke dann ins Ohr, wie er mit dem Ganzen umgehen sollte. So gab Luke Ares auf Kronos Anweisungen die Idee vom großen Krieg zwischen den Göttern, so hatte er ihn tatsächlich direkt am Haken, und Luke kehrte so zurück auf dem Olymp, bevor sein Verschwinden bemerkt wurde, und Ares hatte halt eben beide Gegenstände. Weil alles nicht so ganz glatt geworden ist oder gegangen ist, hat dann allerdings Kronos mit Albträumen tatsächlich bestraft. Dabei erfuhr dann Luke von der Ankunft oder der baldigen Ankunft eines neuen Helden, den man dazu bringen konnte, die Gegenstände in den Tartaros zu schaffen. Er hat dann tatsächlich den Höllenhund gerufen, der ja im Buch, das hat die Serie geskippt, nach dem Eroberungs der Flaggespiel Percy angegriffen hat. Damit Chiron denkt, dass Percy im Lager nicht sicher ist, und die Befürchtung zu stärken, auch dass Hades es halt eben auf Percy abgesehen hat, damit halt eben der ganze Auftrag zustande kommt. Das hat geklappt, nur war der einzige Fehler, oder das einzige, was er nicht bedacht hätte, dass Percy die Schuhe eben an Grover weitergibt, weil er natürlich nicht fliegen darf als Sohn des Poseidons. Währenddessen sitzt der Skorpion tatsächlich, während Luke das alles erzählt, schon auf Percys Hüfte. Percy hätte, wie Luke sagt, im Tartaros sterben sollen, aber sein kleiner Freund der Skorpion wird das jetzt schon für ihn erledigen. Percy versucht dann irgendwie seine Haut zu retten, redet von Talia, der Tochter des Zeus, die ja ihr Leben gegeben hat, damit Luke halt überleben darf, und meint dann, und das ist der Dank. Luke wird daraufhin wütend und meint, dass Percy ihm nichts von Talia erzählen soll, die Götter haben sie sterben lassen und werden jetzt dafür bezahlen. Percy meint, Luke wird von Kronos benutzt und dass Luke mit ihm kämpfen soll, aber Luke lässt sich auf diesen Kampf nicht ein, er ist nicht so dumm wie Ares, wie er sagt. Dann lässt er tatsächlich Rückenbeißer einen Bogen beschreiben,
ne, man hat es auch in der Serie gesehen mit den Portalen und verschwindet dann in der Finsternis tatsächlich. Percy wischt dann den Skorpion ganz schnell mit der Hand weg und zerteilt ihn mit Springflut, wird allerdings dabei, weil er nicht schnell genug ist, gestochen, stolpert tatsächlich zum Bach, aber selbst das Wasser im Bach kann ihn nicht heilen. Luke meinte, ihm bleiben 60 Sekunden bis zum Tod. Er wird allerdings von Nymphen gesehen und so kriegt er, während er das Bewusstsein verliert wegen dem Gift, noch mit, wie ihm tatsächlich sehr, sehr viele Arme mit sich zogen und er so die Lichtung des Camps wieder erreichte. Also zusammenfassend, das Ganze ist zwar mit einem ähnlichen Ausgang geendet, dass tatsächlich ja, dass Luke sich revealed als der Blitzdieb und am Ende dann verschwindet, nachdem er das alles Percy erzählt hat, so, das ist ganz grob von der Serie übernommen worden, aber dieses ganze emotionale Gespräch und vor allem die Motivation von Luke war eine ganz andere. Luke im Buch wollte Percy hier wirklich beseitigen, weil er schon im Tartarus hätte sterben sollen tatsächlich, damit er ihm nicht mehr im Weg steht. Und ja, hat auch keine Skrupel dabei gehabt und sich auch nicht wirklich freundschaftlich mit Percy verbunden gefühlt. Das war ja in der Serie alles anders, alles viel emotionaler, wie meine Meinung zu dieser Änderung ist. Gibt's natürlich dann, oder darum wird's dann in der Review tatsächlich gehen. Ja, aber das ganze Setup für diesen Dialog war in der Serie ein komplett anderes, als in der Buchvorlage der Fall gewesen ist. Auch Annabeth taucht hier tatsächlich bei diesem Gespräch in der Buchvorlage nicht auf. Dann kommen wir zum letzten wirklichen Abschnitt hier tatsächlich. Und zwar, nachdem er ja, zusammengesunken ist, beziehungsweise ja, das Bewusstsein in den Gift verloren hat, wacht er dann tatsächlich mit einem Trinkhalm im Mund wieder auf und er erfährt, Chirons Heilkräfte haben Percy tatsächlich gerettet. Die sind ja, wenn man Mythen der Folge-Video gesehen hat, zur ersten Folge, zur zweiten Folge, wirklich sehr bekannt. Und Annabeth ist neben Chiron auch da und er berichtet dann beiden, was geschehen ist. Annabeth, die ja immer viel für Luke übrig hatte, natürlich sind die auch zusammen zum Camp gekommen, ist wirklich komplett fertig von der ganzen Situation. Sie sagt dann allerdings, dass sie es doch irgendwie glauben kann, weil Luke nach seinem Auftrag, nachdem er wieder da war, nie wieder ganz der Alte geworden ist. Percy möchte sofort los und Luke verfolgen, aber Chiron hält ihn zurück, weil er noch nicht so weit sei, was Percy dann auch langsam bemerkt, dass er noch nicht wirklich bei Kräften ist. Chiron erwähnt dann, dass die schon im Buch vorher angesprochene große Weissagung, die es tatsächlich gibt, mit Kronos zu tun hatte. Die große Weissagung ist bisher tatsächlich in der Serie nicht wirklich vorgekommen. Chiron meint dann auch, er darf darüber nicht reden und als er ganz grobe Ansätze davon anfängt, donnert es auch tatsächlich richtig laut, weswegen er auch bemerkt, okay, ja, Zeus will wirklich nicht, ich lasse das mal komplett und sage nichts weiter über die große Weissagung. Er sagt dann auch, dass er tatsächlich nach diesen neuen Informationen mit Luke und so auch zum Olymp muss, um dort Bericht zu erstatten. Annabeth hilft dann Percy, der noch vom Gift angeschlagen ist, auf, sodass er von der Veranda des großen Hauses aus tatsächlich das ganze Camp überblicken kann, das jetzt verlassen aussah, weil viele Camp halt eben nach dem Sommer wegfahren und nur die wenigsten dann das ganze Jahr über im Camp bleiben. Annabeth erzählt dann tatsächlich Percy auch, dass sie ebenfalls weggeht, um tatsächlich zu ihrem Vater zu gehen und dort einen neuen Versuch wagen würde. Also sie geht nach San Francisco, wo ihr Vater lebt, am anderen Ende des Landes, und nicht ihr Vater kommt und zeigt in New York, wie es in der Serie tatsächlich ist. Damit hat man ja auch dieses ganze Gespräch mit Grover und Talias Fichte so nicht, weil ja Grover jetzt auch schon nach oder seit einiger Zeit tatsächlich wegen seiner Sucherlizenz aufgebrochen ist. So, Annabeth will einfach mit ihrer Familie einen neuen Versuch wagen. Dazu hat Percy sie so ein bisschen ermutigt, weil er meinte, dass sie einen Brief schreiben sollte, als sie im Zug nach Denver unterwegs gewesen sind. Noch vor tatsächlich der Chimäre und Echidna war das ja, glaube ich. Und am Gipfel vom Half-Blood Hill sieht dann Percy, wie die ganze Familie, also Annabeths Vater, ihre Schwiegermutter und ihre beiden Stiefbrüder, sind es dann Stiefbrüder vom Namen her? Ich glaube schon. Ja, dort halt eben auf sie warten. Und so nehmen sie sich vor, im nächsten Sommer dann Luke ausfindig zu machen. Und wenn sie keinen Auftrag bekommen sollten, deswegen, naja, dann schleichen sie sich halt eben heimlich aus dem Camp raus. Er verabschiedet sich von Annabeth und sieht ihr dann nach, wie sie den Hügel tatsächlich hinaufgeht. Und jetzt, wo Annabeth auch weg ist, fühlt er sich zum ersten Mal im Camp so ein bisschen alleine. All seine Freunde sind weg. Und deswegen steht für ihn auch der Entschluss fest, er wird tatsächlich auch das Camp verlassen und nicht das ganze Jahr übrig bleiben und für das normale Schuljahr wieder in die Welt der Sterblichen zurückbleiben. Und mit diesem Entschluss endet dann tatsächlich auch das Buch. Man hat also nicht nochmal eine abschließende Vision von Kronos oder wie er tatsächlich in die Wohnung zu seiner Mutter geht oder da er irgendwie schläft oder so. Das ist alles von der Serie dazu erfunden worden. Allerdings nicht wirklich unkanonisch, da das ja grob auch passiert ist, wurde nur nicht mehr gezeigt. Ja, damit endet das Buch. Kommen wir nochmal zum Comic. Der hat dann eine riesige Abweichung auf einmal drin. Sie werden gut empfangen im Camp. Das ist genauso. Man hat das Feuerwerk der Hephaistos-Hütte, was man ja auch ohne zu erwähnen, dass es zur Hephaistos-Hütte gehörte, im Film gehabt hat. Aber die ganze Szene, wo Luke ihn verrückt mit dem Skorpion, ich habe ja die ganze Zeit nichts einblenden können zu, die ist komplett raus.
Es ist einfach nur, was man hier als Alternative hat, dass Chiron ihm erzählt, dass Luke auf einmal verschwunden ist tatsächlich und er deswegen der Dieb gewesen sein muss. Also Luke ist halt einfach despawned und Chiron erzählt ihm das und statt halt eben die Panels für dieses Gespräch, das wirklich lange geht in diesem Comic, dazu zu benutzen, diese Szene zu zeigen, hat man das einfach Exposition-Dumping-mäßig durch Chiron erklären lassen, was eine komische Entscheidung gewesen ist. Und direkt nach diesem Gespräch rennt er den Hügel runter, wo seine Mutter dann wieder tatsächlich ist und damit endet dann der Comic. Also, von Annabeth hat er sich tatsächlich auch absolut gar nicht verabschiedet, da hat man auch gar nichts drin gehabt im Comic. Also der Comic hat das an Emil richtig schnell zusammengekloppt, um das Ganze irgendwie fertig zu bringen, ohne dass es zum Buch wirklich gepasst hat. Kommen wir zum Film. Beim Film ist es so gewesen, dass nachdem Percy bei den Göttern quasi raus ist, ja, seine Mom ihn zum Camp bringt und er meint dann auch, dass er sie irgendwie besuchen kommt, aber für ihn im Film steht klar, er lebt jetzt erst einmal durchgehend im Camp tatsächlich. Sie erzählt dann, dass sie Gabe rausgeschmissen hat und dass er für immer raus aus dem Leben der beiden ist. Dann geht er ins Camp rein, wo Grover ihn empfängt und alles geht im Camp so wirklich seinen gewohnten Gang. Alle sind am Trainieren, Percy und Grover gehen da so ein bisschen durch. Grover erzählt ganz stolz, dass er jetzt tatsächlich Hörner bekommen hat. Also scheinbar kann man da Hörner random in der Filmlogik verschenken. Und weil jetzt der ganze Auftrag gut gelaufen ist, hat ihn Zeus höchstpersönlich zum Senior-Beschützer ernannt. Die ganze Sache mit Pan und dass er letztendlich Pan suchen möchte, ist komplett raus. Hier ging es ihm nur darum, ein offizieller Beschützer zu sein. Was komisch ist, weil er war ja schon ein Beschützer. Ich verstehe nicht, der Film hat da einfach Pan komplett geskippt und irgendwas anderes sich daraus erfunden. Dann redet Percy noch mit Chiron, der meint, dass Percy sein Lieblingsschüler ist, weil er seinen Instinkten folgt und aus dem Camp abgehauen ist, weil es das Richtige war. Und am Ende trainiert er noch ein bisschen mit Annabeth und damit endet dann der Film. Also auch im Grunde komplett anders, als es im Buch gewesen ist. Und man hat, genau wie in der Serie, dann noch in den Mid-Credits eine Mid-Credit-Szene, wo dann halt eben, ja, Gabe versteinert wird von Medusas Kopf, was ja in den Büchern nur erwähnt wurde, man hat es nie direkt gesehen. Und wie in der Serie war es dann nicht die gesamte Pokerrunde, es war nur Gabe selber, der Sally anmotzt, weil sie ihn gerade rausschmeißt und er all seine Sachen da jetzt rausschaffen muss. Dann sieht er so am Kühlschrank so ein Schild, wo steht bitte nicht öffnen, gezeichnet von Percy Jackson und er meint so, Digga, der Penner kann hier nichts von mir verstecken, bricht das Schloss vom Kühlschrank auf und man sieht halt eben nur noch den Medusenkopf und es ist klar, Gabe wird hier auch zu Stein. Also beide On-Screen-Adaptionen haben sich dazu entschieden, die Gabe-Sache in die After-Credit-Szene zu packen. Und damit sind wir am Ende von diesem Video angekommen. Es ist über eine Stunde lang geworden, um Gottes Willen, aber ja, es ist halt eben viel passiert. Und ja, statistikmäßig hatten wir jetzt hier in dieser letzten Folge die Seiten 379 bis 339, was 61 Seiten entspricht. Und damit in den 37,5 Minuten reiner Screentime ohne Credits und Vorspann, was in der letzten Folge passiert ist, Kram, ne? Ihr wisst, plus After Credits hier noch dazu. Ja, 37,5 Minuten hat man ungefähr einen Schnitt, wie schon in der letzten Folge, von 1,6 Seiten pro Minute, die adaptiert worden sind. Was den Film angeht, geht halt eben der Filmabschnitt, der das Ganze adaptiert, von 1 Stunde 34 und 40 Sekunden bis 1 Stunde 52 und 7 Sekunden, also dem Ende, plus ebenfalls eine Minute After Credits Szene mit Gabe, der zu Stein wird, was am Ende 18 Minuten und 27 Sekunden entspricht, also ungefähr für denselben Abschnitt halb so lange wie die Serie tatsächlich. Und damit sind wir am Ende der Videoreihe angekommen. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen, einigermaßen Einblicke ins Buch gegeben. Ich weiß, es war immer sehr lang und super ausführlich, wahrscheinlich ausführlicher, als wir es hier machen können. Ich denke mal, wenn solche Videos zur zweiten bekommen, werde ich das ein bisschen schlauer und runtergekürzer machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören natürlich. Wir hatten auch das Video über die Mythen der Folge kommen und auch meine Review. Wann, weiß ich nicht. Bis zum nächsten Mal und mögen die Götter des Olymps mit euch sein.